uns gemeinsam etwas ändern. Safe Meinungsblocks. Wir müssen jetzt gemeinsam etwas ändern. Der ein oder andere wird sich jetzt sicherlich denken, was ist denn das für ein größenwahnsinniger Keck? Und ihr lagt absolut richtig. Ich möchte etwas ändern. Und zwar nicht nur an unserer Szene, sondern auch daran, wie andere auf uns herabblicken. Weil sie mir mal ehrlich aufblicken auf Meinungsblock. Die Katze feiert das, glaube ich, nicht so. Ich glaube, die Katze feiert Mighty nicht so, weil die zerkratzt gerade Mighty. Dein Ernst? Weil, sind wir doch mal ehrlich, aufblicken geil, auf die Meinungsblocker-Szene kann man aktuell absolut nicht. Aus diesem Grund starte ich die Aktion Safe Meinungsblocks, wo jeder, der sich jetzt angesprochen oder zuständig fühlt, helfen kann, unsere Szene zu verbessern. Ihr habt sicherlich schon öfters gehört, dass ich Leute nicht mehr mit klassischen Meinungsblocks identifizieren kann. Das ist es. Identifizieren können. Jüngste Beispiele hierfür wären wohl Mighty und Judith Maske. Für den einen ist es die Negativität in dem Video selbst, für den anderen ist es die ganze Szene. Also, worum geht es nun in dieser Aktion? Ich möchte, dass du, Mr. Meinungsblogger XYZ, sich einen Punkt in unserer Szene raussucht, der dich absolut abfuckt, okay? Es geht ja auch gar nicht darum, sich über einzelne Personen aufzuregen und Namen zu nennen, ja? Ich möchte überhaupt nicht, dass diese Aktion irgendjemand dafür nutzt, wie zum Beispiel ein Kluter, sich jetzt an Badinger und mir zu rechnen. Weil wir so ein unfassbar gutes Kritikvideo an ihm gemacht haben. Ist es in der Infokarte verlinkt, ne? Nein, hier geht es um allgemeine Punkte der Szene und nicht um einzelne YouTuber. Fang ich doch gleich mal an. Was mich aktuell absolut abfuckt, ist diese generelle Kritikunfähigkeit unter den Meinungsbloggern. Ich meine, egal wer ein Video macht, zu 90% nimmt der Kritisierte das einfach nicht an. Und seine Community ist genauso schlimm, aber es ist ein anderes Thema. Es ist für mich absolut unverständlich, wie in einer so meinungsbasierten Szene eine Meinung von anderen einfach nichtig gemacht wird. Und wenn du dich jetzt minimal angesprochen fühlst, dann ändere besser gleich was daran. Fuck. Was muss ich denn jetzt ändern, Leute? Das Ding ist halt, ich bin echt mega kritikunfähig. Ja, schlimmer als Da Vinci war bis jetzt keiner von euch, das muss man dazu sagen. Hallo, da ist er, Phil, sei jetzt mal nicht so schlimm, Bruder. Kanal löschen ist die einzige Lösung. Ich finde auch, ja. Ich finde, naja, gut, ich sag mal so. Ich bin halt so unglaublich kritikunfähig, ich fühle mich schon fast nicht mehr angesprochen. Es ist nicht Pflicht, das Kritisierte umzusetzen. Aber bitte, lernt doch normal damit umzugehen und es euch vielleicht doch zu Herzen zu nehmen, was man über euch sagt und denkt. Es fuckt ab, jedes Mal gegen eine Wand zu reden, die dich dann für ein absolut sachliches Video komplett niedermacht und dir unterstellt, du würdest Falschaussagen bringen. Lasst uns daran doch bitte was ändern. Ihr seht, mein Punkt war jetzt relativ schnell abgehandelt. Denn das ist alles, was für die Teilnahme an dieser Aktion reicht. Also wie könnt ihr mitmachen? Macht ein Video, packt Hashtag SaveMeinungsblogs in den Titel und ladet es hoch. In diesem Video sollt ihr euch ein Thema speziell raussuchen, euch darüber äußern und vielleicht sogar erörtern, wie man es verbessern kann. Oder was auch immer, es ist mir komplett egal. Hauptsache, ihr beschränkt euch auf ein Thema. Von mir aus übernimmt mein Thema oder das von anderen und macht's besser. Ist kein Problem. Ihr könnt euer Video auch so lang machen, wie ihr möchtet. Aber bitte schießt nicht übers Ziel hinaus oder missinterpretiert die Message von diesen Videos. Hauptsache, wir als Szene zeigen uns selbst, was wir verbessern können. Lasst uns doch einmal nicht komplett toxisch gegeneinander schießen. Das Ziel dieser Aktion ist eine Videosammlung, die uns, aber auch zukünftigen Meinungsbloggern zeigen kann, wie man sich zu verhalten hat und vielleicht auch, wie wir weitere extrem toxische Auseinandersetzungen vielleicht verhindern können. Aber damit wenigstens ein paar Leute bei dieser Aktion mitmachen, mache ich daraus direkt mal eine Challenge. Ich werde 3 Blogger nominieren. Falls ihr nicht nominiert werden sollte, auch in Zukunft durch... So, ich höre jetzt einfach mal auf mit dem Video. Nee, jetzt eine gute Aktion auf jeden Fall. Finde ich es gut. Ja, also hat Unholy hier gute Sachen natürlich mit reingebracht. Finde die Aktion cool. Ja, deswegen, ja, nice. Ist schon eine gute Sache. Ja, also, finde ich, kann man machen. Aufhören, damit man nicht sieht, dass du weißt, dass du nominiert wurdest. Was? Nein, ich wollte allgemeine Grundlagen der Funktionstypen Teil 2 angucken von Herr Halim, also von ABK. Ja. Was? Was ist denn los, Leute? Du bist zu nett heute. Warum bin ich denn zu nett? Ja, das Problem ist einfach, es interessiert sich, also ich weiß noch nicht mehr, also an sich ist das eine schöne Sache und so, aber ich glaube, es interessiert halt von meinen Leuten so generell halt gar niemanden. Also ja, ich habe es gesehen, dass ich hiermit nominiert bin, ich nominiere Alpha Kevin, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob ich da was mache. Kaum 100k geknackt, direkt abgehoben, Kaffee. Ja, ich kann jetzt, nee, Dude, es ist, jetzt hätte ich auch mit 10.000 wahrscheinlich nicht gemacht, aber so liegt einfach daran, ich glaube wirklich, dass
Also, ich meine, was bringt das? Was bringt's weiter? So, ich habe ja mit den ganzen Leuten nichts zu tun. Ich habe ja bloß mit KuchenTV, mit Just Nero, mit Baku zu tun. Und dann gucken wir manchmal halt noch Videos von Unholy an. Und das war's. So, deswegen ist halt mega schwierig. Durch einen anderen YouTuber nicht. Seid ihr selbstverständlich frei. Was soll ich zu der Szene sagen? Diese Szene ist... Ich kann es doch nicht mal sagen. Weil ich persönlich habe jetzt gerade eben momentan nur von der Szene uns vier halt. Ja. Die ich gerade eben genannt habe. Ja. Mit Unholy sind es noch fünf. Wo ich noch die Videos mit kenne. Aber lass dann mal fünf sein. Ja, dann kenne ich nur fünf. Da kann ich das ja jetzt doch nicht auf die ganze Szene verallgemeinern, wie ich das sehe oder was mich dort aufregt oder bla bla bla. Es muss irgendwas sein, was wirklich das auf das ganze Bild zutrifft, auf dieses ganze Konstrukt. Videos machen und selbst Leute zu nominieren. Für meinen Teil nominiere ich natürlich den guten Cloud Dust, den werten Herren Buddinger.mp4 und den Oberallmann Alpha Kevin. Vielleicht macht er wenigstens einen großer mit. Kleiner Sidefact am Rande, ich find's unnötig, jetzt schon einen KuchenTV zu nominieren. Aber vielleicht macht das ja einer von euch. Aber bitte denkt erst an die kleineren Meinungsblogger, bevor jetzt jeder hingeht und KuchenTV nominiert, weil das könnte ziemlich schnell nervig werden. Also, das war's eigentlich schon. Vielen Dank fürs Anschauen von diesem kleinen Ja doch, vielleicht mache ich ja was Kleines. Ich weiß es noch nicht, ich kann es euch jetzt noch nicht sagen. Aber wenn dann wird das in einem Video kurz behandelt. Und da werde ich mal ganz kurz die Szene wegflexen. Info-Video. Ich freue mich tatsächlich schon sehr. Aber scheiße, es passt einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das passt. Also, ich finde das ja an sich nicht schlecht, aber... Schwierig, Mann. Weil das ist halt wieder so eine Nischensache, ne? Das ist jetzt nichts, was so die Leute da draußen interessiert. Das ist jetzt die, ihr jetzt vielleicht im Stream euch interessiert das, ja, weil ihr jetzt so die Hardcore-Meinungsblogs bla 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 feiert. Ne, ich weiß jetzt nicht, oder weil manche schon lange dabei sind oder selber in dieser Szene mit drin sind. Aber ich glaube, das interessiert halt wirklich nur die Leute, die selber in der kleinen Szene hier mit drin sind. Ich meine, es muss einen Grund geben, dass du dir anderen, dass du die anderen nicht guckst. Fehlendes Interesse und Individualität. Ja, aber das kann ich ja auf alles, das ist ja nicht auf die Szene bezogen, das ist ja auf alles bezogen. So, ich schaue fast, auf YouTube schaue ich ja fast gar nichts, außer manchmal ein paar Dokumentationen, ein paar Meinungsblogger wegen ein paar Themen und irgendwelche, und auch nur irgendwelche Abstammungen YouTuber, um mich darüber zu belustigen. Ja, also ich schaue, sage ich mal, von YouTube Deutschland so fast schon 100% gar nichts. Ja, 99,999 Periode 9% schaue ich gar nicht, wegen fehlendem Interesse. So, das ist ja zu sehr allgemein begriffen, ja. Dann begründe ich das, ja, also mich interessiert es einfach nicht. Naja, ja, weil es mich einfach nicht interessiert. Ja, es ist ein Problem der Szene, es sollte passen. Naja, aber guck mal, was, jetzt mal ehrlich, jeder ist doch für sein Content dann selbstverantwortlich. Ich glaube, jeder kann einfach ein interessantes Thema mal behandeln. So sollte jedem klar sein, dass mit steigendem Interesse oder mit interessanteren Themen, dass es dann besser läuft oder dass man sich das dann besser angucken kann. Also das ist ja jetzt auch eine offensichtliche Sache, also so eine todesoffensichtliche Sache. Ja, also ich überlege es mir nochmal, ne? Ich möchte jetzt hier gar nichts abstreiten oder sonst irgendwas, aber ich weiß nicht, ich kann es euch noch nicht versprechen.